In diesem Video möchte ich die AVM Fritzbox 7490 für Telekom Magenta zu Hause vorstellen. Die Fritzboxen des deutschen Herstellers AVM gelten seit jeher als technisch besonders fortschrittlich, was auch die Beliebtheit der Marke AVM erklärt. Obwohl das Modell Fritzbox 7490 bereits einige Jahre auf dem Markt ist, ist es daher nicht verwunderlich, dass diese dank Unterstützung von VDSL Vectoring, Gigabit LAN und Gigabit WLAN den Ansprüchen vieler Kunden weiterhin genügt. Die 7490 wurde von zahlreichen Computerfachmagazinen als Testsiegel gekürt oder mit sehr gut bewertet. Diese Erfolgsgeschichte setzt auch das Nachfolgemodell Fritzbox 7590 fort. Die erfolgreiche 7490 ist aber als preisgünstige Alternative weiterhin erhältlich. Zum Lieferumfang gehört die Box selbst, dann ein etwa 4 Meter langes Anschlusskabel. Dank der verschiedenen Adapter kann dieses sowohl am IP-Anschluss als auch am Analog- oder ISDN-Anschluss verwendet werden. Wir haben hier das Netzteil für die Stromversorgung, ein etwa 1,5 Meter langes Netzwerkkabel zum Anschluss von PC oder Laptop und noch eine Bedienungsanleitung und ein paar Infoflyer. Dank Wandhalterung kann die Fritzbox 7490 sowohl an der Wand befestigt werden, aber natürlich auch auf einer ebenen Fläche hingestellt werden, wie zum Beispiel auf einem Sideboard. Die Fritzbox 7490 hat bereits Dual WLAN integriert. Das heißt, zum einen wird via WLAN AC mit auf 5 GHz eine Geschwindigkeit von bis zu 1300 Mbit pro Sekunde erreicht, zusätzlich noch auf 2,4 GHz via WLAN N bis zu 450 Mbit pro Sekunde. Wesentlicher Unterschied zum neuen Modell Fritzbox 7790 und deren High-End WLAN besteht darin, dass die neue Box bereits die Multi-User MIMO Antennen-Technologie verbaut hat und damit deutlich höhere Geschwindigkeiten nochmal als bei der 7490 erreicht werden. An der Vorderseite gibt es hier noch zwei Buttons, einmal WLAN, um das WLAN per Knopfdruck ein- und auszuschalten und auch per WPS-Taste letztlich neue WLAN-Geräte schnell in das Netzwerk einzubinden und mit der Decktaste zur Verbindung von Schnurlostelefonen oder dem Deckrepeater. Außerdem gibt es hier unten an der Unterseite noch einige Info-LEDs. Zusätzlich ist in der 7490 auch ein Gäste-WLAN aktivierbar. Damit können Sie Ihren Besuchern Zugang zu Ihrem Telekom-Breitband-Internetzugang geben, ohne dass diese Zugriff auf die persönlichen Daten in ihrem Netzwerk haben. Neben Gigabit WLAN verfügt die Box auch über Gigabit LAN. Hierfür ist ein 4-fach-Gigabit-Switch integriert. Hier auf der linken Seite befindet sich die DSL- und Telefonanschlussbuchse. Das heißt, das mitgelieferte Kabel, hier dieser graue Stecker, wird hier eingesteckt. Und am IP-Anschluss der Telekom wird dann dieser Stecker in die Telefondose gesteckt. Theoretisch kann die Box auch am Analog- oder ISDN-Anschluss betrieben werden. Wie das dann angeschlossen wird mit dem entsprechenden Kabel, ist in der Anleitung erklärt. Die Box ist sowohl für Telekom DSL und VDSL geeignet, inklusive VDSL Vectoring mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Aber es kann auch ein Glasfasermodem an Netzwerkport 1 angeschlossen werden, wenn Sie bereits über einen solchen schnellen Anschluss verfügen sollten. Das Gerät verfügt über eine integrierte Telefonanlage. Hier an der Seite gibt es zwei TAE-Buchsen, Phone 1 und Phone 2. Alternativ auch an der Rückseite gibt es ebenfalls Phone 1 und Phone 2 als Westernstecker. Die sind also jeweils parallel geschaltet, je nachdem, was für ein Anschlusskabel Sie haben. Ein interner ISDN-S0 ist ebenfalls hier in der Box eingebaut. Das heißt, hier können ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlagen am IP-Anschluss zum Beispiel weiter betrieben werden. Das Gerät verfügt zudem auch über eine integrierte DECT-Basisstation. Bis zu 6 Schnurlostelefone können angemeldet werden, zum Beispiel auch vorhandene Speedphones der Telekom, oder Sie entscheiden sich gleich für die Fritz-Phone-Modelle. Da diese für die Fritzbox optimiert sind, unterstützen die noch mehr Funktionen, zum Beispiel das direkte Nutzen des integrierten Anrufbeantworters. Bis zu 5 Anrufbeantworter sind hier in der 7490 möglich. Sie können sich die Nachrichten aber zum Beispiel auch per E-Mail weiterleiten lassen. Zur Erhöhung der Reichweite für die Mobiltelefone gibt es von AVM auch einen Fritz-Deck-Repeater. Auch für WLAN gibt es natürlich entsprechende Lösungen. Hier einmal den Fritz-WLAN-Repeater, damit können Sie die WLAN-Reichweite in Ihrem Haus erweitern, zum Beispiel wenn Stahlbetondecken verbaut sind. Ansonsten gibt es hier auch die Powerline-Lösung. Hierbei wird das Internetsignal über Ihre Stromleitung im Haus verteilt und Sie können dann in anderen Räumen zum Beispiel ein weiteres WLAN bereitstellen. Über das WLAN in Ihrem Haus können Sie sogar aus Ihrem Smartphone noch ein Festnetztelefon machen. Dazu installieren sich die Fritz-App Phone und schon können Sie über den Telekom-IP-Anschluss abgehende und ankommende Gespräche führen. Die Fritzbox 7490 ist auch multimediafähig. Hier an der Seite gibt es einen USB 3.0 Port, ebenso an der Rückseite einen weiteren Anschluss für USB-Geräte. So können Sie zum Beispiel einen Netzwerkdrucker anschließen und diesen gemeinsamen Netzwerk nutzen
oder einen USB-Speicherstick oder eine USB-Festplatte, um damit auch die Daten zentral in Ihrem Heimnetzwerk aufrufbar zu machen. Das Gerät ist auch DLNA-fähig, das heißt, wenn Sie ein DLNA-Wiedergabegerät wie ein TV-Gerät haben, dann können Sie die Medien der Festplatte dann direkt am TV auch wiedergeben. Die Fritzbox 7490 ist natürlich auch kompatibel mit Entertain TV, dem Fernsehen der Deutschen Telekom, hier mit dem Media Receiver 401. Telekom Festnetz Neukunden, die ihren Magenta Zuhause-Tarif bei uns bestellen, erhalten die Fritzbox 7490 zum besonders günstigen Vorzugspreis. Das Gerät geht dabei in ihr Eigentum über, das heißt, diese muss auch nicht nach Ende der Mindestvertragslaufzeit zurückgesendet werden. Alternativ erhalten Sie auch das verbesserte Modell 7590 bei uns zum günstigen Aktionspreis. Infos zu diesem Gerät finden Sie ebenfalls als Video in unserem YouTube-Kanal. Unser Angebot können Sie direkt online auf der Internetseite bestellen. In Verbindung mit Entertain TV bieten wir die Fritzbox 7490 übrigens besonders günstig an. An unserer Beratungshotline informieren Sie unsere Mitarbeiter gern zur Verfügbarkeit und zum Netzausbau sowie zu den aktuellen Tarifen.